Ihr wollt wissen, wie die Verteilung so läuft? Dann bleibt dran. Sag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. Schön beim Trinken noch Haar geschrien. Super. Ich habe ein paar Eumels gebaut. Ein paar mehr Eumels. Also das ist jetzt hier nur die oberste Etage. Ich habe hier noch ein bisschen Design versucht. Da bin ich immer noch dran. Können wir mal eben gucken. Hier die Reihe. Also wo waren wir überhaupt? Ich glaube, wir müssen einen hier runter. In der Ebene waren wir. Genau. Hier waren wir zuletzt unterwegs und haben die ganzen Konstruktoren hingesetzt, damit sie sofort durcharbeiten und hier hinten diese wunderschönen Stachel raushauen. Wunderbar, hängt ja auch drin. Das läuft auch super gut. Das heißt, wir haben jetzt gerade einen Stachel da drin. Nutzen wir den auch. Wo haben wir denn was? Ich glaube, da hinten. Ja, komm, egal. Weg. Okay, haben wir das auch gemacht. So, jetzt weiß ich nur noch nicht. Ich muss ja noch 160 anschließen für die Stangen. Ich habe nur keine Ahnung. Nehme ich jetzt erst die... Was habe ich denn hier eigentlich? Da drüben sind 40. Quatsch. 80. Dann haben wir hier nochmal 16. Sind 96 plus 8. Quatsch. Plus 16 sind 112 vielleicht. 112, da müsste ich also auch noch mal ein bisschen was nach oben bringen. Das ist die Frage, macht das Sinn? Wahrscheinlich wäre es sinnvoller gewesen, von vornherein das immer in solchen Paketen dazu machen, aber okay. Das ist Kleinigkeit. So, 112, dann blieben noch 48, oder? 48, das heißt, das wären drei Reihen. So, drei Reihen. Wie viele? 15 pro, ne? 48 mal 15 sind 720, das heißt, das wäre quasi ein so ein Band. Ich weiß gar nicht, ob 720 da drauf liegen, aber wird ja relativ gut passen, ne? Nee, da kann ich. Müsste ein bisschen mehr sein als ein so ein Band. Egal, wir machen jetzt einfach Folgendes. Pass auf. Ich hab Ideen. Wunderbar. Da kommt das hoch, da würde das... Das geht weiter. Ja, das geht auf jeden Fall weiter. Dann können wir da nämlich schon mal hingehen und eine... Wand setzen. Wand. Und zwar nehmen wir diese hier, setzen die da drüber, drücken einmal E und setzen den da drüber, weil da kommen auf jeden Fall die Kollegen dran. Nein, nicht außen. Innen. So, und hier können wir nämlich die Stachel... Ich habe sie erstmal hier ein bisschen zwischengelagert. Ein bisschen mehr. Die können wir dann da rausleiten. Wahrscheinlich lasse ich das sogar so. Da ist jetzt nur die Frage, wie komme ich da am besten drumherum? Gucken wir einmal. Pass auf, dann kümmern wir uns doch schon mal da drum. Leite ich die raus oder leite ich damit den... Ja, damit leite ich einfach das weiter. Eins, zwei. Und so ein bisschen. Müssen wir definitiv noch einen draufsetzen. So. Da gehen
die Stangen weiter nach oben. Die, die über sind. Wenn ich das richtig habe, habe ich hier im Moment, ich habe gesagt, da sind 80, das heißt 40 gehen hier rein. Grob. 40 mal 15 sind 600. Okay, wir haben hier jeweils 600 da drauf. Ich nehme jetzt diesen hier vorne. Bestimme den einfach mal als meinen Anfangsexport quasi. Setzen wir jetzt den hätten wir jetzt gerne dort. Tack, tack. So. Und dann geht das bis dahin, einen hoch und von da aus oben dran. Dann haben wir da schon mal 600 liegen. Dann weiter hochgehen. Wir können hier irgendwo noch Reste draufpacken. Sehr gut, da habe ich noch nichts dran gemacht. Das könnte ich aber schon mal tun von außen. Den Rest muss ich mir noch überlegen. Dann fangen wir damit auch direkt an, dass wir da hinten die äußeren dran machen. Ja. Die andere Überlegung war ja direkt hier den Stahl hinzupacken, aber da habe ich halt auch noch immer so viel über und ist halt auch ungünstig. Deswegen rein. Machen wir das jetzt so? Nein. So, heute wird wieder ein guter Tag. Es ist unfassbar warm hier drin. Und da den Kollegen. So. Dann haben wir den schon mal dran, den Spaß. Hier haben wir den Ausgang. Da muss ich mir auch überlegen, wie ich den am besten setze. Das heißt, ich weiß noch nicht, in welche Richtung. Aber hier ist Eingang. Dann machen wir doch mal ein paar Splitter. Ich würde sagen, wir haben 600, ne? Wir brauchen auf jeden Fall. Wie machen wir es denn? Wir haben 16, 32, 48. Damit sind wir dann schon zu viele. Das heißt, wir packen uns. Ja, wir packen uns hier die Kollegen hin. Lassen die Reste da hinten reinlaufen. Ich möchte den von hier haben. So, da ziehen wir jetzt einmal durch. Dann haben wir hier die 32 und können da hinten 8 dazu nehmen. Dann haben wir die 40, die wir brauchen. Und dann passt das doch wieder. So, das ganze Stromgedönse und so, das mache ich dann wieder außerhalb. Das ist, ich muss gestehen, das ist eine sehr nervige Arbeit. So, da ist wieder das. Und hier hätten wir nochmal 32. Wenn ich die beiden 32er am Ende zusammenpacke, die lassen wir auch bewusst hier reinlaufen. Das ist eine gute Idee, ja. Die 32er hier nämlich zusammenpacke. Dann kommen da hinten einmal links, einmal rechts noch die anderen an und dann haben wir die 40 jeweils zusammen und dann passt das. Das ist doch schön. Klingt doch schon mal soweit nach einer guten Idee, oder?
Weil eigentlich besser wäre es ja, wenn ich gleich Dinge anschließe und oben schon Strom dran habe. Dann läuft das. So. Wir sagen, hier geht's raus. Da sind. Das heißt, hier kommt der Lift hin. Genau. Auf der Seite ist es umgekehrt. Hier kommt der Spaß rein. So, dann gehen wir einmal hier rüber. Schnappen uns schon mal den. Einmal. Und zweimal. So, nein, ich hätte gerne den. Du bist rein. Und du bist raus. Okay. Das ist das eine Band, was da reingeht. Das setzen wir jetzt auch als erstes. So, unter ist da, genau. So, du gehst bitte. Nein. Da lang. Du gehst hier lang. Kommst hier an. Und du, Kollege, kommst dort oben runter. Dann geht der Spaß hier hin. Um die Ecke rum. Und da rein. Du läufst schon mal hoch. Genau. Du kommst dort oben runter. Und gehst dahin. Dann kann ich dort einmal. Moment. Da müssen wir die Splitter dran. Der kommt von hier rein. Den setzen wir dort an. Das müsste so passen. Einmal eben gucken, dass das auch so passt. Jo. Dementsprechend wirst du genommen und. Dort rein. Ja, ist ein bisschen schräg. Passt schon. So, dahin. Das müssen wir jetzt bis zur Mitte machen. So, da. Na komm, ja, darüber. Danke. Und den lassen wir einfach so da reinlaufen. Dann kann uns hier auch kein Upsi passieren. So. Da ziehen wir eben einmal durch. Dann sind die hier schon mal soweit angeschlossen. Gut, dann können wir auch eben hier zumindest hier schon mal das Band durchziehen. Machen wir dann gleich auch oben. So, haben wir die Reihe schon mal. Jetzt müssen wir den ganzen Spaß einmal hier hinnehmen und umdrehen. Der soll nämlich von da kommen. Ne? Ein weiter rechts. Danke. Und dahin. So. Da haben wir einmal dich. Du gehst bitte dorthin. Und bei dir, dich setzen wir einmal so rum. Dann gehst du nämlich schön außen lang. Und klippst mir hoffentlich nicht so sehr hier durch. Ne? Es geht. Das zählt. So, dann kommst du. Bitte, ja, das ist genau in einer Linie, ich weiß. Komm, machen wir, ziehen wir dich einmal hier hin. Gehen hier rüber. Bis
Moment, da gucken. Das müsste auf. Dieser Linie sein. Dann ziehen wir dich hier lang. Und lass mich daran. So. Dann gehst du da schon mal hoch und stehst da hinten an. Sehr gut. Das heißt, die beiden haben wir mehr oder weniger fertig. Weil rein geht, geht nur noch nicht weiter. Hier fehlt noch der Zusammenhalt untereinander. Und wäre ich clever gewesen, hätte ich erst oben die Teile gemacht, weil dann könnte ich nämlich ohne wechseln zu müssen hin und her diesen hier machen. Aber ich war ja leider nicht clever. Also muss ich einmal den machen und ja, dann passt es aber. So, das haben wir. Die sind also soweit schon mal fertig. Jetzt geht's wieder nach oben. Und wir können den ganzen Spaß einmal verbinden. Und zwar von hier aus. So ziemlich überall hin. Es wird auch gleich nochmal lustig, die ganzen Rezepte zu setzen. Das ist halt die Frage, wie wir nachher zeitlich auskommen, ob wir dann erst wie heißen die Dinger hier, den Strom setzen oder erst die Rezepte machen. Beides ist relativ langweilig. Ich meine, auch hier Bänder ziehen ist relativ langweilig, aber hier geht es ja auch noch ein bisschen drum. Wie machen wir das möglichst effizient und so. Und theoretisch könnt ihr daraus einen Mehrwert ziehen. Das ist also zumindest in der Theorie möglich. So, das heißt, es geht schon mal hinten in den einen Teil rein. Dann schnappen wir uns hier die andere Seite. Wäre natürlich, wenn ich quasi beides machen würde, Strom dran, der ist der andere Kram hier, die Rezepte rein, weil dann können die schon mal arbeiten, ne? Jetzt steht das ja alles nur vor den Geräten und geht nicht rein. Dementsprechend wissen wir auch nicht, ob das hundertprozentig passt, aber mein Gott. So, wir haben jetzt auf jeden Fall 80 schon mal fertig. Ist auch schön, wie jede Etage irgendwie anders wird. Durch den ganzen Spaß. So, das kommt hier an, das läuft hier auch schön munter weiter. Dementsprechend kommt das hier an. So, passt. Okay, dann. Komm, dann lass uns eben den Strom dran setzen, die Rezepte reinhauen. Oder, nee, wir machen erst noch die andere Seite hier. Weil die muss ja auch noch gemacht werden. Die ist ja jetzt ganz wild. Da haben wir schon mal gesetzt. Das waren die 8 plus die 24 hier. So. Die einen haben wir schon gesetzt. Förderband Splitter. Wie rum haben wir die gesetzt? Hier ist der Eingang. Da, okay. Das wird jetzt richtig strange. Das wollte ich nicht. Also. Hier ist mein Eingang. Falsch. Oder? Hier ist mein Eingang. Genau. Dann ist hier drüben mein Ausgang. Oh, das ist eng. Aber es passt. So, das heißt, da ist mein Ausgang. Wenn ich die nämlich zuerst hier reinpacke, dann kann ich sie quasi genau hier, ne, könnte ich
Wie mache ich das? Lass ich das hier rumlaufen, da reingehen, da rüber? Oder da wieder hingehen und rüber? Wenn ich das, hätte ich die umgedreht, hätte ich natürlich den Eingang schön hier, wo auch das Zeug hochkommt, ne? Okay, Leute. Das tut mir leid. Die müssen alle einmal gedreht werden. Aber das ist halb so wild. Splitter. Und zwar möchten wir den gerne so rumstehen haben, dass er dort reingeht und dort. Das ist nämlich viel cleverer. So, und du gehst bitte rein. Dich mitnehmen. Und weiter. Das ziehen wir jetzt schön durch hier. War ja Gott sei Dank nur 8 Stück. Wir müssen den da hinten umdrehen. So. Und hier geht's raus, haben wir gesagt. Ich muss sagen, es ging relativ schnell, bis der Container da voll war. Soll ich da überall einen Puffer zwischensetzen, also einen Puffercontainer? Oder soll ich das lieber lassen? Das wäre halt noch so die nächste Frage. Okay. Splitter. Wir fangen hier an. Hier meine ich. Ich setze mir eben schon mal den. Da ist er. Den davor. Wir packen uns den dahin. Lassen den Spaß reinlaufen. Weil unten kann dann einfach das Band hier rüberlaufen. Würde ich dann auch oben machen, weil das sollte von der Länge her passen. Alles easy. Den Splitter ziehen wir weiter hier durch. So, es ist nicht mehr frei. Lass ich den letzten offen. Nee, lass ich nicht, weil. Echt jetzt keine Kabel mehr. Ja, vielleicht haben wir auch Pech und wir machen sowieso nichts mit Strom ziehen und so, weil ich keine Kabel mehr habe. Aber das ist ja kein Problem. Dann packe ich wieder hinten was in den Zug rein, der gerade hier steht, praktischerweise. Wir schauen mal. Ich müsste aber noch eine ganze Menge Kabel haben. Na, fährt der zu. Der bringt mir übrigens momentan immer Aluminium. Das, also hier die Platten. Das habe ich ihm so eingebläut. Ja, der macht die hier auch schön voll. Wahrscheinlich werde ich das irgendwann nicht mehr brauchen. Aber das sind die Reste, die hinten eigentlich geschreddert wurden. Guck mal, hier habe ich sogar wunderbar Kabel. Hatte ich die hier auch schon? Hier habe ich auch wunderbar Kabel. Und da oben habe ich auch wunderbar Kabel. Was war das andere, was ich für einen Splitter brauche? Platten habe ich genug dabei. Definitiv. Sehr gut. Dann schauen wir erstmal weiter. Ja, einmal abstürzen. Genau. Dann hier hoch, bitte. Näher ran, hoch, bitte. Näher ran und hoch, bitte. Jetzt geht's hier weiter mit den Kollegen. Die fleißig am Arbeiten sind, und jetzt sind wir bei denen, die noch nicht so fleißig am Arbeiten sind, weil sie keinen Strom haben und nichts. So, das heißt, ich kann hier hin und kann den letzten hier hinten setzen. So, das sind wieder 40, das sind auch 600. Was stimmt an meiner Rechnung nicht?
In meiner Rechnung stimmt, dass das hier keine 40 sind, ne? Alles gut. Ich bin nur ein bisschen dumm, manchmal. Gelegentlich. Nicht immer. Nein. Sag mal. So, zack. Da rein und weiter. Uiuiui. Dieses Projekt hier, das bringt mich auch ein bisschen zum Schwitzen. So, Moment. Dieses Mikrofon macht mich auch manchmal ein bisschen fertig. Wobei, ich glaube, es ist eher irgendwo am Kabel oder daran, wie die Kabel hier liegen. Vielleicht muss ich da auch nochmal zwischengehen. So. Halb so wild. Wir kriegen das alles hin. Jetzt sind nämlich hier nur 32. Und oben haben wir gesagt, fehlen 48. Das sind 600 plus die Reste von hier. Und das ziehen wir auch genauso durch. Er ist jetzt cleverer gewesen, hinten einen intelligenten Splitter hinzusetzen und zu sagen, machen wir da nur das, was an Resten ankommt. Das haben wir. Jo, passt. So. Jetzt wäre noch die Frage, wenn das da rauskommt. Kriege ich hier oben den Splitter hin? Den Merger. Den da hinsetze. Wir nehmen das Stückchen nochmal raus. Und ziehen den dorthin. Das ist schön, dass der Soundeffekt auch einfach im Endlos-Loop dort weiterläuft. Wenn das Autosave ist. Ich würde euch das Autosave gerne ersparen, aber alle halbe Stunde mal zu sichern, gerade bei Experimental, ist, glaube ich, sinnvoll. Weil man weiß ja nie. So, jetzt machen wir das nochmal so. Dahin und dort Fusionator so rein. Das heißt, dort kommen die Reste von dem Band drauf. Jetzt brauchen wir den Kollegen, der dort reingeht. Und zwar von da. Du kommst von da und gehst hier rüber. Und dort kommt der Kollege. Ich möchte dich, glaube ich. Das wird nicht im 90-Grad-Winkel verlaufen, aber das wird relativ gut sein, oder? Komm her. Ja, es ist ein bisschen schief, aber es passt schon. Damit kann ich leben, das ist alles in Ordnung. So, das heißt, der Kram liegt jetzt gleich hier oben drauf irgendwann, wenn er einmal da durch ist. Genau. Da kommt er an, geht überall hin und landet hier hinten und ist damit dann auch auf dem Band. So, sehr schön. Das heißt, dieses Band können wir eigentlich schon mal direkt, hier hingehen lassen, genau wie den daneben. Also eigentlich können wir sie alle schon mal da hochbringen. Aber, dann ist das schon mal da geklärt. Dich hätten wir gerne da.
Und wir können uns den nehmen. Hochziehen. Und fertig. So, das ist alles schon mal oben. Sehr gut. Die andere Seite... Ja, komm, die machen wir auch eben. Damit das schon mal da hoch geht. So. Von innen haben wir gesagt. Und wir brauchen neue Platten. Und dann haben wir ein bisschen was zu tun, was Rezepte und sonstiges angeht. Da muss ich hin. Und die dann einmal hier hin. So, wir haben gesagt. Das lassen wir so. Ich habe übrigens meine Pläne hier so ein klein bisschen angepasst. Noch ein bisschen weniger Kupferbleche. Dafür lasse ich am Ende noch zwei Apparillos, einen übertaktet, laufen mit... welche Ebene war das? Dahin müssen wir. Wie heißen die Dinger? Mit Draht. Und den können wir dann im Zweifel nochmal irgendwo in Kabel umändern, wenn wir die nochmal brauchen sollten, hier hinten. Ansonsten ist halt was für ein Schredder. So, wir haben das. Das heißt, das kann jetzt schon mal nach oben gehen. Das machen wir auch. So, du da, du da, und dann geht es einmal schön da hoch. Wir haben schon mal wieder alle Ressourcen da oben, die laufen schön außen rum. Ich muss ja sagen, das gefällt mir recht gut. Die meiste Zeit läuft das innen, hier läuft mal ein bisschen was außen. Also das Gesamtdesign, da bin ich eigentlich schon relativ zufrieden. Wir müssen halt jetzt noch nur Wände rein und so ein Zeug. Das Übliche halt, was ich auch noch bei dem Kraftwerk machen wollte, aber das ist ja eher, da habe ich ja gesagt, das machen wir ein bisschen mehr im Nude-Look, da müssen einfach nur ein paar Stützen hin. Dafür übe ich ja hier schon mal. So, wir haben das alles. Der ganze Kram kommt hier rüber, geht weiter hoch, wird hier verarbeitet. Sehr schön. Dann gehen wir doch mal hin und sagen, was sagen wir denn am besten? Wir schnappen uns wieder den Kollegen, setzen ihn hier vorne hin. Setzen wir ihn hier mittig oder? Nee, wir setzen den ja. Also, wir setzen den dahin. Und dann geht der Spaß nämlich hier immer mittig. Genau den Punkt. Hier muss das so. Wenn wir die ersten 8 gesetzt haben, müssen wir gucken, dass wir uns erst die etwas dickeren Teile hier hinsetzen, weil dann können wir die hinteren mit anschließen. Dann brauche ich nicht nochmal eine extra Reihe dafür machen. Wie man sieht, ich habe überall noch kein Rezept drin. Das wird gleich nochmal spannend, aber dann laufen die auch direkt los. Wir müssen noch den Abfluss machen von den Apparillos, aber das kriegen wir hin. So, bis hierhin habe ich gesagt, gehen diese. Jetzt brauchen wir die Kollegen, denn hier, hier,
so weiter. Ich kann nämlich hier links, rechts die beiden und die Reihe dahinter bearbeiten. So. Also hier den, da den und dort den. Dann gehen wir einen weiter vor. So, hier den, dort den, dort. Dort sagen wir, da den, hier den, und dort den, ziehen von da aus dahin und von dort aus dahin. Ihr habt das Prinzip verstanden, oder? Ihr seid doch alle keine Dummbacken. So. Übrigens, ich bin mächtig stolz und mächtig dankbar euch allen. Ne, stolz, weil fast den nächsten Meilenstein geschafft, nämlich die 4000 Stunden Watchtime. Da bin ich, letztendlich nicht ich habe den geschafft, sondern ihr habt den für mich geschafft. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, noch kurz vor den 150, an der, wo ich meine, dass der Community-Tab freigeschaltet wird. Was ich besonders toll fände, weil dann kann man vielleicht auch darüber mal ein bisschen mehr kommunizieren, als einfach nur immer unterm Video. Und dann raussuchen, wo was ist. Also das sind, ne, große Errungenschaften schon mal. Und letztendlich bleiben dann nur noch die 1000 Abonnenten über. Und dann habe ich ganz viele große Ziele erreicht. Und da bin ich stolz drauf, weil im Gegensatz zu manch anderem, also klar, es gibt genug YouTuber, die hingehen, machen einen Kanal auf und binnen kürzester Zeit sind die auf ihren 1000 Abonnenten. Also Grüße gehen raus an Christian Ebert. Arbeitskollege und YouTuber-Kollege letztendlich. Der hat halt wirklich seine Nische gefunden und mit dem ersten Video direkt die 1000 voll gemacht. Und zwar locker. Und also falls einer von euch sich für Campingumbauten am Dacia Docker interessiert, Christian Ebert, wie man spricht. Hier auf YouTube. Mal gucken, wenn ich gleich dran denke, verlinke ich das sogar unten in der Videobeschreibung. Wenn ich das nicht getan habe, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Du wolltest uns das noch verlinken. Auch wenn euch das nicht wirklich interessiert, das ist wäre trotzdem ein netter Hinweis. Und dann gibt es halt auch noch die Kollegen, die diese ganzen lustigen Dienste wie Fiverr oder was auch immer, was keine schlechten Dienste sind. Und manche Leute bieten dort halt an, wie nennt es so schön, Organic Channel Growth, was nicht so ganz schön ist. Also ich kann mir natürlich auch 15.000 Abonnenten erstmal kaufen, gucken, wie viele davon von YouTube nicht weggeschmissen werden und dann hat man halt seinen Partnerprogrammstatus. Allerdings, es ist schöner, wenn man es selber schafft, finde ich. Deswegen, also Respekt an die, die das wirklich so schnell hinkriegen, wie eben Christian. Als auch an die Kollegen, die so ähnlich wie ich grinden, bis sie da hinkommen. Aber das auch mit Freude.
Und ich muss sagen, wenn man sich sowas dazu kauft, dann hat man irgendwie nichts erreicht, finde ich. Aber wenn man es selber schafft, dann kann man da auch wirklich stolz drauf sein. Weil irgendwie habe ich es ja geschafft, dass ihr abonniert. Und das wiederum freut mich. Das heißt, ich habe irgendwas dabei richtig gemacht und ihr mögt meinen Content und das ist schön. Also nochmal vielen Dank dafür. Ist ja leider auch bei einigen, dass sie das wirklich als selbstverständlich ansehen. Ich weiß halt, dass meine Videos recht lang sind und dementsprechend nicht nur bei mir in irgendeiner Form zeitaufwendig, sondern auch bei euch. Weil ihr guckt euch den Spaß ja an. Holy crap. Und heute bin ich wieder mal froh, wenn ich mit dem Video durch bin. Nicht, weil mir das Video drehen oder das Aufnehmen oder sonst irgendwas oder das Spiel keinen Spaß machen würde, sondern Ventilator aus, Klimaanlage aus, Fenster zu. Ah, es ist... mir läuft es gerade. Das ist nicht so schön. Alles nur für euch. Irgendwie ist auch immer wieder davon fasziniert, wie viel Kram einem noch einfällt, wenn man so stupide Arbeiten macht. Weil denen das Kommentieren mit so, ich setze jetzt eine Leitung, ich setze noch eine Leitung, ein bisschen schwierig wird. Aber da kann man halt gerne auch mal was anderes erzählen. Unbedingt dran denken, wir denken, Dingen. Unbedingt dran denken, Christian verlinken. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr irgendwo überhaupt Interesse an sowas habt, wie ne, den Dacia Docker Umbau. Also, das heißt, Camping Umbau, das ist halt, wie hieß das Ding? Kampal Box da rein und dann kann man damit campen gehen. Ich glaube, das Neueste, was er hat, ist jetzt irgendwas mit einem Camping-Anhänger, Wohnwagen, aber so ein Mini-Teil. Den Bruno heißt der wohl. Und das ist ja jetzt auch wieder, wie gesagt, das ist sehr nischig. Das ist so nischig, dass man halt recht schnell sehr viele Abonnenten kriegen kann. Danach ist aber auch relativ schnell der, wie heißt es so schön, der Arsch ab. So. Jetzt noch eine Reihe und dann geht es nur noch ans Rezept. Und das geht ja Gott sei Dank recht schnell. Wir packen dich. Wo packen wir dich denn hin? Wie haben wir dich denn da hingepackt? Und ich erstmal. So hin. Dann packen wir dich hier so hin. Und dann geht das hier immer schön mittig drauf. Nein. Genau. Da oben so einen großen Masten hin. Ist eine gute Idee. So. 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 Und weiter. Es sind nur noch ein paar. Da ziehen wir auch heute noch durch. Und ich mache dann den Ablauf. Also ne, die Stachel, die vorne dann rauskommen. Den Spaß mache ich dann wieder ohne euch. Und beim nächsten Mal gucken wir uns an, wie wir die nächste Etage machen. Wo wir dann ja verschiedene Ressourcen wieder brauchen. Hier. Nein, nicht daneben. Ist nicht mehr weit. So.
Wenn das nicht so kontraproduktiv wäre, würde ich mich jetzt gleich in eine Eistonne packen. Aber dann kühlt der Körper so runter, dass er danach sagt, hey, ich muss mal wieder hochheizen. Weil dann wiederum unpraktisch ist. Ja, so, das haben wir geschafft. Hier rein, den Kollegen wählen, Einstellungen kopieren. Und wir gehen hier lang und sagen, einfügen. Die fangen jetzt schön sanft an zu arbeiten. Das Gute ist, es müsste jetzt auch relativ passend sein mit den Ressourcen, die nachkommen. Ja, die müssen immer noch erst voll werden, aber es sollte trotzdem recht gut gehen. So, das ist die erste Reihe. Dann gehen wir hier lang. Du arbeitest. Das funktioniert doch schon mal ganz gut. So klangtechnisch ist das auch sehr interessant. So, die Reihe haben wir fertig. Jetzt sind wir hier. Hier ist ein bisschen blöder, aber das lösen wir ganz einfach, indem wir hier dran vorbeifahren. Einmal in die Richtung. Warum zeigt er mir hier ständig plus 3 Eisenstange an? Irgendwo habe ich welche vergessen. Dich habe ich vergessen. So, das funktioniert. Das funktioniert doch super. Ich sehe da unten was laufen. Was auch immer ich da jetzt... Wo habe ich denn das aufgenommen? Ah, okay. Er wertet das als, du hast das Rezept geändert und dann kriege ich die Sachen nochmal ins Inventar. Ja, okay, das ergibt sogar Sinn. Muss ich ja ehrlich gestehen. Auch wenn ich das Rezept ja in sich selbst geändert habe, aber... Ja, gut. Da kann ich mitarbeiten. Komme ich mit klar. So, wir produzieren eine ganze Menge Stachel. Okay. Hier ist jetzt das Problem, dass so langsam die Räume jetzt leer laufen. Wir können natürlich erst da reingehen. Das heißt, es wird jetzt immer mal so ein bisschen gelb. Aber am Ende geht es ja sowieso darum. Die müssen in 200er Packs, ne? Genau. Ja, guck mal, hier ist der, bevor es dann wirklich zu den nächsten wieder rüber... Ne, hier ist der erste direkt. So, der ist jetzt voll. Dann mit der voll und so weiter. Ja, okay. Das läuft jetzt langsam hoch. Wahrscheinlich ist der eher durch mit dem. Die waren, glaube ich, zu 100 jeweils. Genau, die 48 bleiben da oben noch über. Warum hatte ich mir da eigentlich 48 hintergeschrieben? Weil so weit war ich da noch nicht. Ach so, ja genau, weil ich hier unten schon alles so weit hatte. 48 oben drauf, genau. Also ihr seht da rechts, was ich so noch ein bisschen vorhabe. Ne? Die 184 Stangen, die sind wir durch. Komm, das können wir doch mal eben machen hier. Also, erstmal, die Zahl hier stimmt sowieso nicht mehr.
Die Stangen haben wir durch. Von denen bleiben noch 48 über. Die Zahl lasse ich mir mal. Das haben wir jetzt noch vor uns. Hier unten, ja, den Draht, wie man da sieht, 3,3. Genau. 2,33 und so weiter. Das muss ich da machen. Und dann bekomme ich schön 100 Draht daraus. Das habe ich gar nicht, habe ich das gar nicht darunter geschrieben? Doch, 100. Ha, gut. Wir sind bei dem hier. Da sind wir auch schon mittendrin. Fast fertig. Ich würde sie jetzt erstmal schon mal streichen, weil was wir noch zu tun haben, ist natürlich nachher alles zusammenbasteln und. Da wird noch mal ein bisschen was auf uns zukommen. Aber grundsätzlich, das ist das, was wir jetzt noch hier uns zusammenbasteln. So. Da sind die 200 drin. Hier sind die 200 drin. Jo, da liegt auch schon ein bisschen was rum. Auch die 200. Wie sieht's bei dir aus? Ah, du läufst auch langsam voll. Also ihr seid gut dabei. Hier kommt natürlich relativ wenig an, logischerweise, weil erst müssen wir noch die hier. Du bist voll. Ist voll. Sehr schön. Jetzt bei dir aus. Jo, läuft's besser. Perfekt. Na, also das geht jetzt so langsam nach und nach da rein. Und irgendwann sieht man den Punkt. Wahrscheinlich die hier hinten dürften schon soweit sein, hoffe ich. Nee, sind sie nicht. Hätte ich mit gerechnet, dass die eigentlich schon weiter sind. Aber das ist halt, ne, auch ein Überlaufsystem. Da ist das ganz normal, dass die nicht so perfekt laufen. Die müssen halt sich langsam, in dem Fall in diese Richtung hier, fertig machen. Sehr schön. Dann haben wir aber wenigstens die nächste Etage geschafft. Können wir uns ja schon mal die da drüber angucken. Oder da drüber die beiden angucken letztendlich. Weil da oben ist ja auch noch. Also ne, hier sieht es quasi nochmal so aus wie in dieser Etage dort. Die stehen alle schön in Reihe und Glied, sind noch nicht angeschlossen, haben noch keine Rezepte, gar nichts. Und hier oben an der Ecke haben wir, wie man schon sieht, das Ganze ein bisschen verkürzt. Hier zwei rein, hier einen rein, weil ich hier zu weit überstehe. Und da ist der ganze Spaß nochmal so aufgebaut. Das sind 84, also hier sind 40, hier sind 40, da sind 20, also 40, 80. Die zwei separat und wir haben den Spaß voll. Und ich würde auch sagen, dass ich hier hinten meinen Draht machen werde. Ja, da und dort und diesen Kollegen hier, habe ich die dabei, jo. Setzen wir auf 200, ist das, der eine macht, dann müssten das hier 70 Teile sein, so, genau, dann passt das, ja, der gibt ein bisschen Gas hier, der Kollege, der nicht ganz so, macht nichts, aber dann kommen hier schön 100 Draht raus, sehr gut. Das haben wir also noch zu tun. Also hier unten. Die hatte ich nur als Hilfe hier liegen, damit ich da oben was machen kann. Schön. Jo, dann muss ich mich noch darum kümmern, dass ich das vielleicht nochmal in schön mache. Da bin ich noch überall am Überlegen. Aber das sieht doch schon mal ganz geil aus. Da unten laufen die Dinger schön sauber da rein. Da werden sie schön sauber verarbeitet. Das gefällt mir. Da ist Bewegung drin. So muss das sein. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Damit macht es gut. Käffchen.